Los! Ja, hallo zu unserem Vortrag über eGroupware und Docker oder Docker für eGroupware. Untertitel ist, warum wir Docker als Basis für eGroupware-Installationen verwenden. Das wollen wir mal etwas breiter aufzeigen. Ich bin der Stefan, ich bin eGroupware Community Manager, betreue die Community, das Forum, die Community-Übersetzer, setze selber eGroupware seit 2008 ungefähr ein, in meinem Dayjob seit 2010. Ich habe mitgebracht heute den Ralf Becker. Er ist Chefentwickler, Architekt und Geschäftsführer der eGroupware GmbH und ist so ziemlich der älteste Hase in dem Ganzen. Er macht über 20 Jahre Entwicklung, insbesondere der eGroupware, und er ist der, der die tiefgreifende Ahnung dann letztendlich auch über die Docker-Geschichte hat. Ich bin eigentlich nur so der kleine Admin oder Anwender. Aus der Perspektive gehen wir hauptsächlich auch an den Vortrag ran. Das, was dann noch tiefer geht, da ist der Ralf da, kann Fragen beantworten, zeigt nachher kurz was live. Ja, also heute sind wir zu zweit. Ich möchte ganz kurz noch was über die eGroupware GmbH sagen, die also hinter der eGroupware als Software steht. Wir sitzen in Kaiserslautern mit dem Unternehmen. Wir bieten eGroupware als SaaS-Lösung an oder On-Premises. Diverse Reseller-Aufgaben übernehmen wir für Collabora, BBB-Server, Playstale zum Beispiel. Wir bieten Support, Organisationsberatung etc. Also ein Rundum-Service um eGroupware. Wir haben Anfang des Jahres unser Logo ein bisschen aufgefrischt und aber auch einen neuen Slogan kreiert. Und da möchte ich einfach den letzten Punkt rausgreifen. Fast komplettes Büro im Browser. Ich setze das immer so ein bisschen in Klammern, aber wenn ich das so sehe, was zum Beispiel Phoenix oder Microsoft so kann, würde ich sagen, wir bieten ein komplettes Büro im Webbrowser, weil das steht dem in nichts nach. Jeder hat da noch so besondere Wünsche oder Ideen. Also ich sag mal, ausbaufähig ist alles. Wird sich jetzt auch im weiteren Verlauf zeigen, warum wir Docker einsetzen. Das ist letztendlich der Hintergrund, weil wir ein komplettes Büro im Webbrowser anbieten wollen. Betrachten wollen wir uns heute eben einen ganz kurzen Überblick über eGroupware, über die wichtigsten Aspekte für dieses Thema. Dann kurz was zu Docker sagen, warum wir Docker nehmen, welche Gründe wir da so haben und wie wir denn Docker überhaupt einsetzen in der eGroupware-Installation. Und dann zeigen wir mal auf, wie so eine Standard-eGroupware-Installation aussieht, vonstatten geht, was man machen muss. Und ich denke, von der Zeit her wird es auch gerade so reichen, dass wir mal kurz so eine Installation durchgehen. Dann so ein paar Erfahrungen aus 3 Jahren, die wir jetzt Docker nutzen, circa 3 Jahre, und ein bisschen nützliches Docker-Wissen über ein paar Befehle, Tools und so weiter. Werden wir da auch noch reinpacken. Fragen immer gerne jederzeit im Chat. Die können wir so nebenher beantworten, entweder im Chat oder live hier. Ich werde auch, am Ende werden wir vielleicht noch ein bisschen extra Zeit haben. Die Fragen aus dem Chat, die werde ich auch noch rauskopieren und hinterher auch in den Folien nochmal ausführlicher dokumentieren und beantworten. Die Folien werden wir dann in 1-2 Wochen eben entsprechend bereitstellen, das Ganze kundtun, und da lässt sich das nochmal in Ruhe nachlesen. Ganz kurzer Überblick über eGroupware, das können wir auch kurz machen, weil es sind genug Videos über eGroupware selber online von den letzten Veranstaltungen, unter anderem natürlich auch von der Keylux. Wir haben eine Groupware mit Standardmodulen, E-Mail, Kalender, Kontakte. Dann gibt es noch Infolog, das ist sowas wie Aufgaben. Es gibt aber auch Datentypen wie Notizen, Anrufe, E-Mails. Und man kann eben auch eigene generieren. Deswegen gibt es dieses Kunstwort Infolog, Informationslogbuch, und das heißt deswegen nicht einfach nur Aufgaben oder To-Dos. Im Kontaktebereich werden wir da auch noch unterstützt durch diverse CRM-Ansichten. Ich kann also CRM-Business abwickeln hier drüber, weil wir auch integriert haben ein Ticketsystem oder auch diese Aufgaben, das Infolog, das koppeln wir letztendlich an das Adressbuch in gewisse Ansichten,
sodass ich, ich sage mal, Anrufer zum Beispiel direkt sehen kann, welche Aufgaben habe ich mit denen, welches Ticket. Wir haben integriert einen Dateimanager mit File-Sharing, einen Projektmanager, Zeiterfassung, kann ich also Zeiten erfassen auf Projekte, auf Aufgaben und so weiter. Eine Ressourcenverwaltung, die insbesondere natürlich in dem Kalender Relevanz spielt. Wir können also Ressourcen, Räume, Werkzeuge, alles damit verwalten. Es gibt Smallpart, das ist ein videogestütztes Schulungssystem. Dann gibt es noch im Wissensmanagement-Bereich etwas ältere Module wie ein Wiki und eine Wissensdatenbank. Ja, Lesezeichen, ein Kanban-Modul, das ist ein Professional-Modul, das ist in unserer Pro-Version mit drin. Das ist aber komplett integriert halt in die Groupware-Lösung und keine selbstständige Kanban-Anwendung. Kann als solche genutzt werden, aber integriert wird sie dann richtig interessant. Wir haben integriert oder angebunden Videokonferenzen. Wir können Jitsi ansprechen, wir können BBB ansprechen. Wir können also mit beiden zum Beispiel so direkte Calls aufmachen mit Teammitgliedern oder eben auch im Kalender Termine planen als Videokonferenz. Also ich sage mal so, diese Business-Funktion, eben gerade Termine zu planen aus seinem Kalender, das haben wir dann letztendlich auch für BBB und Jitsi ermöglicht. Wir haben CTI und Telefonie-Integration, ist auch in der Pro-Version drin, weil das relativ aufwendig ist. Das ist jetzt auch relativ neu. Ja, und dann habe ich ein paar Sachen rot eingekringelt. Das sind auch letztendlich relevante Sachen für unseren Vortrag hier über Docker. Wir haben integriert für Remote Desktop Guacamole, wir haben Rocket Chat integriert, Collabora Online. Und man kann noch andere Sachen integrieren, was wir vielleicht irgendwann in der nächsten Zeit mal machen, wie zum Beispiel Diskurs oder Wiki.js, aber vor allen Dingen auch zum Beispiel Diskurs, weil man das mal eben als Docker-Container hinzufügen kann. Aktuell verfügbar, wie gesagt, Guacamole, Rocket Chat, Collabora Online. Und die werden gleich wichtig im weiteren Verlauf, weil wir zeigen auf, wie man die integriert oder wie wir die integriert haben. Betriebsmöglichkeiten von eGroupware erstmal für die Community-Version on-premises, heißt natürlich auch unterm Schreibtisch, beim Hoster, in einem eigenen Rechenzentrum oder sonst was. Die Pro-Version bieten wir als SaaS-Lösung an mit einem Rundum-Service oder man installiert sich die genauso auch on-premises. Also die Anwender haben da wirklich die Wahl, die können auch jederzeit wechseln zwischen SaaS und on-premises. Die Daten bleiben auf jeden Fall unter der eigenen Hoheit. Und da sind wir auch ziemlich offen bei den Wechseln zwischen den Lizenzen, zwischen den Orten. Da sind wir flexibel, auch was die Lizenzanzahlen angeht und so weiter. Das soweit erstmal zu eGroupware als Überblick. Das sollte erstmal jetzt für den Moment reichen. Was ist Docker? Mein Docker, den Begriff, den hat sicherlich jeder schon mal gehört, aber manch einer weiß halt immer noch nicht so genau, was es ist. Es ist grundsätzlich, also Docker als Technik ist eine Container-Virtualisierungslösung. Und zwar aktuell sicherlich die gängigste Virtualisierungslösung. Und ich sag mal, es ist schon eigentlich relativ alt. Die erste Docker-Version ist 2013 veröffentlicht worden. Das ist schon eine ganze Weile her. Die Historie selber von Docker, die hat schon also eine längere Historie. Letztendlich gibt es Container-Virtualisierung auf Linux-Servern jetzt schon ziemlich lange. Also da gibt es sowas wie V-Server, das haben wir so Anfang des Jahrtausends eingesetzt, OpenVZ, LXC. Ja, und mittlerweile ist Windows auch für Docker dann halt erhältlich. LXC insbesondere hat da in der Historie eine besondere Eigenschaft, weil zeitweise auch eben zum Verwalten von Docker LXC verwendet wurde. Also kann man so sagen. Es gibt Docker Hub, das ist eine sogenannte Registry. Im Prinzip ist das ein Verzeichnis für Docker-Container, die man sich dann letztendlich installieren kann. Das ist mit Sicherheit die größte Registry. Aber dann gibt es weitere Registries, und zwar zum Beispiel von Red Hat, die nennt sich Qui.io. Da haben wir unter anderem eben auch Container liegen bei Qui.io. Docker ist, wie gesagt, eine Container-Virtualisierung und ist im Gegensatz zu einer Vollvirtualisierung wie Xen, KVM oder Hyper-V
werden also nur Anwendungen containerisiert im Regelfall. Während ich bei einer Vollvirtualisierung in der VM, also ein Betriebssystem habe und innerhalb dieses Betriebssystems dann Anwendungen installiere, Services installiere, teilweise eben auch viele in einer VM, werden Docker-Container eben im Regelfall recht schlank gehalten und im Regelfall auch ein Container übt nur eine Funktion aus, also wie zum Beispiel ein Webserver oder eine Datenbank. iGroupware selber, der Kern von iGroupware besteht im Grunde aus drei Containern. Das ist einmal iGroupware, dort ist auch PHP, FPM drin, inklusive der Sourcen, also den Quelltext von iGroupware. Da ist ein Webserver, da verwenden wir an der Stelle ein Nginx. Und ein PHP-Swool, das ist ein Container, der dafür sorgt, dass wir Push-Technik verwenden können. Heißt letztendlich, gibt es ein Ereignis, zum Beispiel einen neuen Termin im Kalender, wird der sofort ins Frontend bei dem Benutzer gepusht und taucht dort sofort auf, im Gegensatz zu früheren Systemen, wo letztendlich der Webbrowser irgendwann mal das Bild aktualisiert. Wir pushen das ins Frontend. Ja, die Frage ist noch eine Schicht. Ich habe in der Vergangenheit öfter schon mal gehört, ah ja, komm, jetzt mache ich dies und jenes und dann baust du da noch eine Schicht ein, also Docker noch obendrauf. Also ich sag mal, natürlich haben wir heute mit der Hardware, dann kommt die Virtualisierung, dann kommt in der VM ein Betriebssystem und dann kommt noch Docker obendrauf. Letztendlich erleichtert mir das aber hinterher auch, die Sachen zu sichern, zu trennen. Und die ganze Sache ist eigentlich heutzutage auch vollkommen leichtgewichtig. So genauso wie Vollvirtualisierung heute recht leichtgewichtig ist, ist aber auch Docker leichtgewichtig. Also ich sage mal, die Performanceverluste von Docker selber zum Beispiel, also die sind praktisch vernachlässigbar. Also wir reden hier über 1% oder so. Und in der Vollvirtualisierung liegen wir da heute auch so bei 1 bis 3%, sagt man. Also letztendlich brauchen wir uns zumindest für die Serverleistung also keine großen Gedanken mehr machen. Klar, ich sag mal, habe ich noch eine Schicht drauf, wird die Komplexität ein klein wenig erhöht. Aber ich sage ganz klar, und das zeigen wir auch gleich, das ist überschaubar. Wir haben viel mehr Vorteile, als dass wir diese klein wenig Komplexität so in den Vordergrund stellen müssten. Also unterm Strich ist es definitiv besser, Docker zu verwenden, als Docker nicht zu verwenden. Und zwar in dem Fall, wie wir das einsetzen. Die letzten Wochen gab es so ein bisschen Presse, weil Docker, die Firma, die dahinter steht, die Docker heißt, zum Beispiel eben auch Docker Desktop für größere Firmen kostenpflichtig machen will und so weiter. Also da darf man nicht irritiert sein. Wir haben also erstmal die Technik Docker, wir haben eine Firma Docker, es gibt verschiedene Produkte, die irgendwie Docker heißen. Also wir installieren mit iGroupware zusammen entweder Docker oder Docker CE. Das kommt so ein bisschen auf die Distri an, die jemand installiert. Und eben das Docker, wovon wir jetzt hier sprechen, ist nicht Docker Desktop. Also das, was in den letzten Wochen so durch die Presse ging, hat mit unserer Geschichte jetzt hier überhaupt nichts zu tun. Warum haben wir irgendwann entschieden, Docker zu verwenden? Wir haben vorher ganz klassisch Paketinstallationen gemacht, die auf einer VM oder auf einer Hardware iGroupware komplett installiert hat, ohne Docker. Wie gesagt, wir haben Gründe dafür und auf die wollen wir mal ein bisschen eingehen. Das ist jetzt erstmal so eine lose Aufzählung, weil die wichtigen Sachen, die kommen eigentlich gleich noch. Also erstmal, das Ganze ermöglicht eine optimal konfigurierte Installation, weil das, was ich per Docker da zusammenbaue, das haben wir ganz oft ausprobiert und mit unserem Wissen, was die Performance angeht, was die Sicherheit angeht, ziemlich optimal dann konfiguriert. Sprich, wir haben das eingerichtet, dass es die Installation beim Anwender eben optimal konfiguriert läuft. Wichtig ist, weitere Anwendungen können eben leichter integriert werden. Das heißt also, heute kann man ja nicht mehr als Anwendungsentwickler wirklich alles selber machen. Das funktioniert einfach nicht. Und deswegen nehmen wir Komponenten und integrieren die. Und das geht dadurch, dass wir Docker verwenden, deutlich leichter. In den Anfangszeiten mit der Version 19.1 haben wir Rocket Chat und Collabora Online mit ausgeliefert, was also sofort mit installiert worden ist. Heute ist es ein bisschen anders. Wir installieren im Standard erstmal nur Collabora Online mit.
Deswegen habe ich das erstmal durchgestrichen. Mit Docker kann man zum Beispiel aber auch E-Groupware und auch die anderen Komponenten leicht auf einen älteren Stand zurückstellen. Also habe ich jetzt ein Update gemacht und ich habe ein Problem mit der Version, lässt sich hier, ich sag mal, innerhalb weniger Minuten die alte Version wieder installieren. Installieren heißt letztendlich mehr oder weniger zwei, drei Befehle und ich habe die alte Version. Ich muss also nichts deinstallieren, neu installieren oder sonst irgendwas machen. Ich kann aber auch zum Beispiel auf eine bestimmte Softwareversion festpinnen. Also letztendlich genauso wie in der Paketverwaltung kann ich hier aber auch sagen, ich will die bestimmte Version jetzt für eine Weile verwenden. Das ist schon mal wichtig für Anwender, die eigene Anwendungen in E-Groupware installiert haben oder integriert haben, entwickelt haben, die auf eine bestimmte Version zum Beispiel erstmal bleiben wollen und darauf weiterentwickeln wollen. Und durch Docker, und wir verwenden da Docker Compose, kommen wir gleich noch zu, kann man ganze Systeme mehr oder weniger in einem Rutsch installieren. Und das ist letztendlich auch eine E-Groupware-Installation. Die wichtigsten Sachen sind für uns aber Vermeidung von Versions- und Abhängigkeitskonflikten. Abhängigkeitskonflikte. Installiere ich auf einer VM zum Beispiel RocketChat nativ, Code zum Beispiel oder Collabora Online nativ, viele andere Anwendungen, das kann ich alles machen. Ich meine, man kann sich ja mal angucken, was es heißt, RocketChat zu Fuß installieren oder das will nicht wirklich jemand, weil das ist dermaßen aufwendig und man muss auf Dauer dafür sorgen, dass das alles auf einem System auch vernünftig zusammenläuft. Da entstehen so viele Abhängigkeiten und insbesondere möchte ich da rausstellen natürlich PHP, weil ich sag mal, viele Anwendungen, Webanwendungen nutzen ja nun mal PHP und ich sage mal, wenn ich auf einem System einen Webbrowser mit einem PHP habe, heißt das nicht, dass alle damit auch vernünftig laufen. Also trenne ich die ganzen Sachen. Und es gibt natürlich auch manche Sachen eigentlich nur als Docker-Container, ich sage mal, als zu verwenden. Ansonsten gibt es nur einen Quelltext, mit dem ich erstmal nicht viel anfangen kann. Wir sind natürlich nicht die Einzigen, die Docker anwenden. Also zum Beispiel der Univention Corporate Server von Univention. Da wurde vor einiger Zeit, auch 2-3 Jahre sicherlich jetzt, angefangen, bestimmte Anwendungen, die man sich dort installieren kann, in Docker anzubieten, weil sich irgendwann herausgestellt hat, die Leute setzen sich da in UCS hin, installieren dieses, jenes und welches und dann kommt man eben in diese Abhängigkeitshöllen, geschweige denn, wir reden ja fast nur über Webanwendungen, dann hat man ein PHP-Problem. So, und deswegen hat Univention eben gesagt, also lieber App-Anwender, seht mal zu, dass er das in Docker reinkriegt und dann leben wir alle besser. Wir haben das ziemlich früh gemacht und seit langem installiert man auf einem UCS E-Groupware eben jetzt als Docker-Version. Und so ist es jetzt auch, dass mit dem UCS 5, der jetzt erschienen ist, wir sofort als lauffähige Anwendung zur Verfügung standen. Da gibt es andere App-Anbieter, die jetzt im Moment immer noch zusehen, dass sie überhaupt erstmal wieder auf dem UCS 5 sauber zum Laufen kommen. Dann Docker kennen der eine oder andere aus seinem NAS. Viele NAS-Systeme können eben Docker. Man installiert dort eben von Docker Hub irgendwelche Container und nutzt die Anwendung. Oder eben auch, ich sag mal so, eigene Sachen. Also ich habe einen E-Groupware-Server, da ist also Docker jetzt vorhanden, da ist ein Reverse-Proxy vorhanden, da kann ich auch eigene Sachen integrieren. Ja? Also wir sind nicht die Einzigen, die für sowas Docker nehmen, eben aus dem Grund, damit man die Anwendungen trennt und sich nicht gegenseitig beeinflussen, stören, Abhängigkeiten, Probleme verursachen. So. Docker benutzen wir also in E-Groupware-Installationen. Jetzt schauen wir uns mal an, wofür und wie wir das machen. Nochmal zur Wiederholung. Wir haben hier Versions- und Abhängigkeitskonflikte, die wir vermeiden wollen. Wir wollen Dinge integrieren, die wir nicht selber gemacht haben. Und jetzt kommt noch ganz wichtig dazu, Entwicklung von E-Groupware auf bestimmten Versionen. Ich meine, wir entwickeln eine Software und die haben wir früher für PHP so, PHP so, PHP so, dann auf einem Apache, dann auf einem Engine X für verschiedene Datenbanken und so weiter. Und ich sage mal, für eine kleine Entwicklerfirma ist das irgendwann kaum mehr zu leisten. Dazu kam dann eben auch noch, dass wir Installationspakete für verschiedene Distributionen Debian-basiert oder RPM-basiert
hergestellt haben, die alle ihre Varianten hatten für diese Sachen. Das ist praktisch nicht mehr zu stemmen. Durch Docker sind wir jetzt in der Lage, auf bestimmten Versionen der Datenbank, des Nginx und vor allen Dingen PHP zu entwickeln, was auf unserer Seite erstmal dafür sorgt, dass wir uns viel weniger mit irgendwelchen Sonderlösungen rumschlagen müssen. Und wir sparen an der Zeit auch an der Sache auch Ressourcen, die wir wirklich in vernünftigere Dinge stecken können. Wie? Das Wie? Die Standardinstallation von eGroupware ist im Grunde ganz einfach. Ich habe ein OS eingerichtet, zum Beispiel in der VM, und letztendlich ist das nur ein apt-install eGroupware Docker. Also apt mal als Beispiel, wie gesagt, ein YAML oder so geht genauso. Das installiert dann letztendlich ein Docker, richtet per Docker Compose die Container ein, arrangiert das Netzwerk, konfiguriert noch so diverses, ja, und startet das Ganze. Dazu wird dieses Skript, was dahinter steht, eben auch noch ein Reverse-Proxy installieren und konfigurieren, sodass wir dann einen Reverse-Proxy haben, um die Kommunikation nach außen darzustellen. Der Reverse-Proxy, da können wir oder kann der Installateur, wenn er will, ein Apache oder ein Nginx nehmen. Das ist Geschmackssache. Standardmäßig nehmen wir ein Nginx. Wir haben jetzt noch zwei Sachen gehört, Docker Compose und Reverse Proxy. Docker Compose ist eine Technik für Docker, um, ich sag mal, auf Basis einer Konfigurationsdatei eben Container zu arrangieren, Netzwerke zu arrangieren, Mounts einzurichten und so weiter. Es dient im Regelfall eben dazu, Systeme, die aus mehreren Docker-Containern bestehen, allesamt herunterzuladen, zu konfigurieren und als Ganzes letztendlich als Anwendung bereitzustellen. Und Docker Compose sorgt dafür, dass Dinge, die in der Konfigurationsdatei stehen, wie zum Beispiel Parameter für die Anwendung im Container, mitgegeben werden können. Der Reverse-Proxy, der steht letztendlich an der Stelle, wo es dann ins Internet oder in das lokale Netzwerk geht. Dort hinter steht eGroupware, Collabora Online und so weiter. Und der Reverse-Proxy sorgt dafür, dass praktisch alles über eine Schnittstelle läuft. Und an der Stelle können wir dann eben auch eine SSL-Verschlüsselung vornehmen. Wir brauchen also SSL, das Zertifikat und was eingerichtet werden muss, nur an einer Stelle machen für alle Anwendungen, die wir dahinter machen. Wie gesagt, eGroupware, Collabora Online und so weiter. Da muss ich nicht einzeln vor allem die SSL-Verschlüsselung regeln, sondern das mache ich zentral. Ein Vorteil von dieser Docker-Geschichte ist noch eines, man kann automatische Updates realisieren. Und zwar machen wir das auch. In der Standardinstallation wird ein Container mit installiert und konfiguriert, der heißt Watchtower. Ist öffentlich verfügbar, wird bei vielen eingesetzt, die Docker einsetzen. Watchtower selber, der geht also hin und prüft zu einer bestimmten Zeit, die man konfiguriert, die wir standardmäßig, glaube ich, auf 4 Uhr nachts eingestellt haben, hin und prüft, ob einer der Container, die wir da verwenden auf der Installation, ob es dafür ein neues Image gibt. So, und geben wir ein neues Collabora Online oder eine neue eGroupware frei, merkt er das, lädt das Ganze runter und installiert das. Das Ganze kann man sich dann auch entsprechend konfigurieren in einer YAML-Datei, und zwar in der eGroupware Compose, ja, im Abschnitt Watchtower. Da kann man dann eben zum Beispiel die Uhrzeit konfigurieren oder die E-Mail-Benachrichtigungen zum Beispiel. Man kann sich auch benachrichtigen lassen, wenn da ein neues Update gelaufen ist. Was passiert dann bei dem Container-Update? Also wie gesagt, Watchtower prüft nachts, ob ein Container bereitsteht. Wenn ja, wird der Container heruntergeladen, der alte Container wird verworfen, der neue Container wird gestartet und Watchtower räumt hinten auch noch auf. Die alten Container-Images, die werden gelöscht vom System. Macht man das manuell, muss man das eben auch selber aufräumen. Also wer das abgeschaltet hat, die Automatik und immer manuell Updates macht, muss dann auch aufräumen irgendwann, sonst läuft einem da die Platte voll. Haben wir im Wiki aber auch alles dokumentiert, beziehungsweise in unserem Forum. Ich spreche die ganze Zeit davon, dass wir hier so ein apt-install eGroupware Docker machen. Das ist ein Installationspaket, wie ihr das ganz klassisch von einem Linux kennt. Auf der anderen Seite reden wir hier aber von einer Docker-Installation mit automatischen Container-Updates.
Wir haben es also hier mit zwei verschiedenen Sachen zu tun. Erstmal, die Erstinstallation läuft über ein Installationspaket. Das stößt letztendlich alles an, inklusive Docker läuft, Docker konfiguriert, Docker lädt runter und installiert das Ganze. Die eigentlichen Updates hinterher, die laufen fast immer nur als Container-Updates. Dazwischen gibt es schon mal Maintenance-Updates, die wir machen. Sowohl für eGroupware als auch zum Beispiel für Collabora Online. Da schreiben wir dann auch in den Release Notes deutlich rein, das ist auch ein Installationspaket-Update. Also es kommt also auf der Kommandozeile auch irgendwann ein Installationspaket-Update. Das passiert eben, wenn wir an den Konfigurationen Änderungen vornehmen. Da kann es eben schon mal sein, also das, was unter etc steht und so weiter, da müssen Änderungen schon mal Ergänzungen vorgenommen werden, dann gibt es ein Installationspaket. Jetzt vielleicht für den ersten Eindruck schon mal kurz, wie also so eine Standardinstallation bei uns aussieht. Wir sehen hier so einen großen blauen Kasten, das ist der eGroupware-Host. Da ist der Reverse-Proxy ganz zentral. Von dort aus geht es in oder kommt aus dem Internet. Da draußen habe ich dann meine Clients, meine Desktops, meine Mobilgeräte und so weiter. So, und auf dem eGroupware-Host habe ich dann einige Container am Laufen. Das ist jetzt einfach mal so der Vollausbau. Und unter anderem eben dieser Watchtower, dann so Guacamole, sind dann auch zwei Container, zum Beispiel Rocket Chat sind auch zwei Container. Aber auf dem Host selber gibt es eben auch noch ganz klassisch Verzeichnisse. Also abgesehen von den etc-Verzeichnissen oder wo unsere Konfigurationen drin sind, gibt es unter varlib eGroupware diverse Verzeichnisse, wo die Systeme dann teilweise Daten ablegen, eGroupware insbesondere dann seine Dateimanager-Files, wo E-Mails zum Beispiel abgespeichert werden, wenn der Mail-Server mit installiert ist und so weiter. Wir sehen aber ganz klar hier, nach außen geht HTTPS und intern wird teilweise HTTPS gesprochen, aber nicht an jeder Stelle. Nach außen wird es dann SSL terminiert. Schauen wir uns mal so eine Standardinstallation an. Wir sind wieder dabei, ne, ihr wisst, Vermeidung von Versions- und Abhängigkeitskonflikten und so weiter. Und jetzt kommt noch eine Sache dazu. Wir machen eine Standardinstallation oder wir haben einen Standard geschaffen, um das Ganze auch wart- und supportbar zu halten. Weil sowohl bei unseren Kunden, die On-Premises-Installationen haben, aber auch die ganzen Community-Anwender, wir haben eben unterschiedlichste Installationen mit unterschiedlichsten Versionsständen, was uns das auch in der Vergangenheit echt schwierig gemacht hat, sowas zu supporten, weil bis man dann zum Beispiel im Forum mal auf einem Stand ist und weiß, was hat er da überhaupt, wie hat er das installiert und so weiter. Das läuft natürlich jetzt bei Standardinstallationen, wie ich sie gerade aufgezeigt habe, zu einer ganz anderen Situation, weil wenn der sagt, ich habe eine Standardinstallation, dann, ich sag mal, wissen wir auch viel eher, seine Probleme einzuschätzen oder die richtigen Fragen zu stellen. Da haben wir eine Frage, und zwar die Hardware-Requirements. Der Ralf kann da vielleicht gleich auch eben was zu schreiben. Also erstmal, schau dir mal die vorigen Videos am besten an und auch die letzten Folien. Da habe ich wirklich ausführlich was zu geschrieben. Wenn der Ralf gleich was zeigt, paste ich mal eben hier einen Link rein. Aber ich sag mal, für ein paar Leute in der Familie zu Hause zum Beispiel oder ein kleines Unternehmen, ja, 10 User. Also, ich sag mal, das fängt so bei 2 GB RAM an und 2 CPUs, 30 Gig Festplatte. Da würde ich das die Untergrenze setzen. Aber ich sag mal, ich sag ganz klar, wir sind Ressourcen schon, definitiv, ja. Wie gesagt, ich habe da noch ein bisschen mehr zugeschrieben, aber da du die Frage jetzt gestellt hast, werde ich das auch hier in den Folien hinterher nochmal aufarbeiten. Ralf schreibt, hängt stark von der gleichzeitigen Anzahl Benutzer ab, ist klar, weil ich sag mal, die 10 User werden nicht die ganze Zeit wild drauf rumtippen, ja. Und ganz ehrlich, also mein Server oder ich betreue einen Server, da sind ungefähr 70 Leute praktisch gleichzeitig am Arbeiten. Ja, da klickt einer mal eine Mail, da geht einer mal in den Kalender. Das Ding habe ich jetzt mit 3 GB RAM laufen und
mit 4 CPUs, glaube ich, weil da eben auch noch ein paar andere Sachen drauflaufen. Also in solchen Regionen bewegen wir uns da. Das heißt also, wenn du einen V-Server bei einem Provider hast, da reden wir über geringe Kosten, wirklich. Okay, wie gesagt, ich führe das noch näher aus. Ja, die eGroupware-Standardinstallation. Mal kurz den Ablauf. Also ich installiere zum Beispiel in einer VM oder einen V-Server oder Bare Metal, ist egal, ein Betriebssystem. Also ich persönlich favorisiere immer ein Debian, also ein Debian-Netinstall installiere ich und zwar minimal. Bitte kein Webserver mit installieren, kein Desktop, kein nix. Ihr kennt sicherlich die Auswahl, was ich installieren kann. Da gibt es eigentlich nur SSH, was ich installieren sollte, damit ich auf das System draufkomme. Also ganz nackt das Betriebssystem, minimal, nur mit SSH. Das reicht. Alles andere macht nur Ärger in dem Fall. So, ich binde das Repo von eGroupware ein, weiß auch jeder, wie das geht. Ja, und letztendlich stoße ich dann apt-install eGroupware Docker an. Dann läuft's. Danach, wenn das durchgelaufen ist, was je nach Internetleitung einen Moment dauert, weil die Container geladen werden und so weiter, habe ich eine eGroupware lauffähig und zwar mit Collabora Online. Dann kann ich weitermachen, ich kann die SSL-Konfiguration machen, kann DNS machen und danach kann ich dann eben zum Beispiel auch so Sachen wie Rocket Chat oder Guacamole nachinstallieren, weil bei der Installation ist es verdammt sinnvoll, wenn ich den offiziellen Hostnamen angeben kann. Bei Guacamole und Rocket Chat insbesondere, weil das in viele Konfigurationen rein muss. Deswegen haben wir früher zwar auch Rocket Chat mit installiert, schon bei der ersten Installation. Das war aber zu komplex hinterher, das Ganze zu konfigurieren. Machen wir jetzt nachträglich. Bei der Installation schreibe ich davor den Hostnamen und dann läuft auch das. Und ich kann eben auch zum Beispiel einen E-Mail-Server nachinstallieren. Das ist ein einfaches apt-install eGroupware Mail. Habe ich natürlich noch ein bisschen was zu konfigurieren, aber ich habe es dann installiert. Mehr ist das erstmal nicht. Können wir auf die Uhr gucken? Wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit. Wir schauen mal, wie wir gleich durchkommen. Der Ralf kann vielleicht sonst auch eben die Installation mal vorführen. Also, wir haben es vorhin noch mal ausprobiert. Letztendlich alles in allem 5 Minuten mit fertig installierten OS vorher. Also, über sowas reden wir. Also, ich schaffe das normalerweise auch mit einer Kopie von einem Debian. Ich glaube, ich brauche hier auf dem Lande mit der Internetleitung so 8 Minuten circa, um das System komplett aufzusetzen. Konfiguration. Es steht in sogenannten YAML-Dateien drin, was wie installiert und konfiguriert wird. Die YAML-Dateien liegen unter etc und zwar gibt es dann ein Verzeichnis eGroupware Collabora Key für Collabora. Für eGroupware selber, für Guacamole und Rocket Chat, da ist ein kleiner Schreibfehler drin. In eGroupware Docker liegt die YAML-Datei auch, wo zum Beispiel auch Watchtower drin konfiguriert wird. Wir haben an mehreren Stellen eine Override-YAML hingelegt, wo dann auch, ich sag mal, der Benutzer seine eigenen Konfigurationen reinschreiben kann, die also die von uns gelieferten Parameter überschreibt. Da, wo sie nicht da sind, legt man sich die einfach an, sodass, wenn wir mal wieder mit einem Paket eine YAML-Datei, eine Standard-YAML-Datei ausliefern, damit eure Einstellungen nicht weg sind. Ganz wichtig. In dieser Datei kann ich verschiedene Sachen machen. Ich habe jetzt mal drei Beispiele kurz rausgepickt. Ich kann zum Beispiel die eGroupware-Version dort einstellen. Standardmäßig liefern wir im Moment aus mit 21.1. Das heißt, alles, was mit 21.1 anfängt, wird installiert, geupdatet. An der Stelle kann ich dann eben zum Beispiel auch den Pfad ändern zu dem Image, wenn man zum Beispiel eine Pro, also eine EPL-Version, so heißt die bei uns, installiert. Oder eben, man schreibt dort rein 21.1, 20.21.07.23 an diese Stelle, dann pinnt man diese Version. Dann passiert nichts, weil nur die installiert bleibt. Oder wir haben im Moment auch welche zum Testing bereitgestellt mit einer minus 8.0 hinten dran, da ist dann intern schon PHP 8. Ich kann also diese Version hier flexibel steuern. Und an der Stelle kann ich auch, wenn das letzte Update bei mir ein Problem verursacht, auch hier eben die Version von davor reinschreiben und ein paar Befehle absetzen und schon habe ich wieder die alte Version. Dann so Sachen wie Session Timeout, Memory Limit und so weiter, also Sachen, die für den Webserver, für PHP wichtig sind,
haben wir ein paar Parameter dort reingeschrieben, die auf der anderen Seite in dem Container dann eben entsprechend eingebaut werden beim Start. Das sind so aus der Vergangenheit, aus den Erfahrungswerten, die man schon mal ändern muss. Ich sage mal, bei 10 Usern, wie gerade genannt, muss ich da garantiert nichts ändern. Wenn wir über mehrere hundert Benutzer sprechen, muss ich da teilweise schon mal die Parameter ein bisschen hochsetzen. Aber auch das schreibt man in diese Datei und das wird dann weitergegeben an den Container. Dann für Colabora Online zum Beispiel gibt es natürlich eine solche YAML-Datei auch. Standardmäßig liefern wir die dann aus mit einem Colabora Online. Da kann ich aber eben auch den Image-Text und das ist dann einfach auskommentiert drunter. Da brauche ich also nur das Kommentarzeichen vorne eben wechseln. Danach zieht der zum Beispiel einen Code, wenn ich das Update mache. Also was, ich habe es kurz aufgelistet. Ich gehe letztendlich in den Ordner, sage Docker Compose Pull, Docker Compose Up-D. Ja, und schon habe ich meinen Code oder ich wechsle wieder zurück. Und genauso funktioniert das mit dem Rocket Chat, genauso funktioniert das mit der E-Groupware. Stelle ich die Version ein, stelle ich einen anderen Container ein, mache ich ein Compose Pull oder ein Compose Up und ich kann so die Version ändern. Das ist also jetzt was ganz anderes als Paketinstallationen auf einem Debian oder so manuell zu wechseln. Die Zeit ist ein bisschen fortgeschritten. Ich werde jetzt ein bisschen was übergehen. Ganz wichtig ist, in die Container mounten wir Verzeichnisse vom Host. Also zum Beispiel alles, was unter varlib e-groupware, da sagte ich ja vorhin, da sind die Files, da sind die Backups und so weiter. Das wird reingemountet nach varlib e-groupware. Beziehungsweise von UserShare e-groupware, die werden dort reingemountet, dort sind die Backups drin. Und ich kann auch alte Anwendungen, die wir früher mit ausgeliefert haben mit e-groupware, dort reinmounten, genauso wie eigene Anwendungen, die ich geschrieben habe, kann ich nach wie vor auch in den Container reinmounten. Also die Container-Technologie verhindert nicht, dass ich eigene Anwendungen schreibe für e-groupware. PHP MyAdmin haben wir vorbereitet in den Konfigurationen. Das Ganze ist dokumentiert. Auch sowas kann man dann relativ schnell eben nachinstallieren. Zu den Pfaden hatte ich gerade teilweise schon was gesagt. Ganz wichtig ist, varlib e-groupware, das ganze Verzeichnis sollte auch noch von einem Fremdsystem dann gesichert werden. Ganz wichtig, außerhalb dieses Systems. Die Erfahrungen aus den letzten Jahren, ich betreue ja jetzt schon sehr, sehr viele Jahre auch das Forum, die Fragen und Probleme, die im Zusammenhang zum Beispiel mit PHP stehen, die sind praktisch gegen Null mittlerweile. Dann die Updates werden jetzt auch viel, viel schneller ausgeliefert und installiert, weil wir, ich sag mal, die meisten Installationen mittlerweile automatisch laufen. Wir haben also nicht mehr so viel veraltete Installationen wie früher und da sind wir sehr, sehr froh drum. Ich habe ein bisschen nützliches Docker-Wissen zusammengesammelt. Das ist aber auch alles dokumentiert bei uns im Forum. Da ist das alles nochmal nachzulesen. Dockly kann man sich installieren, um zum Beispiel die Container zu starten, zu stoppen, zu betreten und so weiter. Kann ich sehr empfehlen. Läuft dann auf der Konsole. Mag ich eigentlich am liebsten. Wer es ein bisschen grafischer haben will, da gibt es zum Beispiel Portainer. Ja, wobei da viele Dinge mittlerweile kostenpflichtig sind, aber ist nett. Ja. Wird auch als Container installiert. Ein paar wenige Befehle, die brauche ich. Und da sind wir auch nochmal bei dem Thema Docker. Also ich sage mal, Docker kann viel, Docker ist viel. Da kann man dicke Bücher drüber lesen. Aber ganz ehrlich, aus der ganzen Zeit jetzt, aus den 3 Jahren, ich brauche kaum Befehle und kaum Wissen, um eine e-groupware-Installation letztendlich zu betreiben. Da gibt es so ein Docker PS, das listet mir in der Konsole letztendlich die Docker-Container auf, mit einem Minus A auch die nicht laufenden, letztendlich das gleiche wie im Dockly. Docker Exec, ich kann also zum Beispiel den e-groupware-Container betreten und dann stehe ich da auf der Kommandozeile, kann ich auch über Dockly machen. Docker Logs, ich kann mir die Logs angucken, zum Beispiel von dem e-groupware Nginx, also den eigentlichen Webserver, wo e-groupware drauf läuft. Das Ganze haben wir als Skript nochmal verpackt, den Pfad habe ich dorthin und dann zeigt er letztendlich die Logs an. Das ist also fast schon alles, was wir da so brauchten oder
was ich brauche als Anwender. Ja. Ich habe ein paar Ressourcen zusammengestellt zu Docker in eGroupware. Das ist eigentlich alles im Forum drin. Zu Docker selber, wie wir das eingeführt haben mit der 19.1, über die Docker-Werkzeuge, das Container-Update, das manuelle habe ich nochmal ausführlicher dokumentiert, Installation von der Gruppenverwaltung. Man kann auch nach wie vor Patches aus GitHub auch in die Docker-Installation installieren, wenn man nicht warten kann auf, ich sag mal, ein Update von uns. Das geht nach wie vor. Man kann also durchaus Patches in den Container einbringen. Mounten von Verzeichnissen im eGroupware-Dateimanager. Ich kann also in den eGroupware-Dateimanager SMB-Laufwerke oder auch WebDAV-Laufwerke reinmounten von außen, also auch von dem Host oder von dem File-Server oder sonst wo. Das habe ich hier dokumentiert. Ganz wichtig, Backup einer eGroupware nochmal und auch die Docker Compose-Installation unter anderen Systemen. Das ist, ich sage mal, nicht in aller Ausführlichkeit, weil wir das teilweise auch überhaupt nicht können, nicht haben, keine Erfahrung mit haben. Aber grundsätzlich geht per Docker Compose auf allen Systemen mehr oder weniger auch eGroupware zu installieren. Ein paar Links zu Docker selber, wer da ein bisschen nachlesen will, was es ist, wie es funktioniert und so weiter. Das sind eigentlich so drei gute Links, die ich empfehlen möchte an der Stelle, wenn man da noch ein bisschen tiefer rein muss. Nur, wie gesagt, das, was ich euch jetzt gezeigt habe hier an Docker-Wissen, mehr habe ich bisher nicht gebraucht, sowohl im Support als auch, ich sag mal, bei meinen eigenen Installationen. Ich gehe ganz schnell durch. Diverse Infos wie Live-Demo, schaut euch das in den Folien nochmal an. Forum, ganz wichtig, da gibt es Release-Notes, Hinweise, GitHub, schaut mal rein. Ganz wichtig, wäre schön, wenn ihr euch im Community-Forum registriert, dann bekommt ihr eben auch die Announcements. Folgt uns oder gebt uns einen Stern auf GitHub, da freuen wir uns um jede Unterstützung. Und da sind diverse Vorträge, unter anderem von den letzten Kilux, Jitsi und Guacamole in eGroupware. Da habe ich auch so ein bisschen was erzählt, weil wir ja Docker verwenden, wie man das integriert, gerade mit Guacamole, mit der Datenbank und so weiter. Ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Und von den Chemnitzer Linux-Tagen zuletzt eGroupware im Homeoffice, Bildungseinrichtungen. Also da gibt es einige Videos zu schauen. Und falls ihr Lust habt, ein Workshop, Vertiefung austauschen oder einfach nur mal ein Video-Meeting, so ein Stammtisch, meldet euch im Forum oder bei mir und ja, wir treffen uns einfach mal abends. Das sind nochmal meine Kontaktdaten. Bin auch persönlich immer anschreibbar und ansonsten im Forum. Und ich guck mal, Ralf, wir haben 5 Minuten. Meinst du, wir können es probieren. Vielleicht. Ja, probieren wir es einfach mal. Aber ich glaube, das meiste kann man schon sehen. So, dann würde ich jetzt mal hier meinen Bildschirm scheren. Ich habe schon mal ein bisschen angefangen. Ich kann das noch mal etwas größer machen, dass wir da ein bisschen mehr sehen können. Ich habe jetzt mal das Repo schon eingebunden. Bin jetzt so weit, dass ich jetzt noch mal ein Update machen muss, damit wir das Repo kriegen. Und dann installiere ich die eGroupware und installiere auch gleich den Certbot mit. Das fragt halt noch mal, dass die Pakete, ob ich die jetzt tatsächlich installieren will. Und dann läuft das Update durch. Wir laufen jetzt aus einem Rechenzentrum von uns bei IONOS in Frankfurt. Von daher läuft das jetzt vielleicht ein bisschen schneller, als man das so auf dem Lande bei sich zu Hause hat. Aber das sollte gleich durch sein. Das sind jetzt die abhängigen Pakete, die installiert wurden. Und jetzt fängt er an, den Collabora-Container zu installieren. Der wird da jetzt runtergeladen, der Container. Das, was wir jetzt sehen, ist schon von Docker Compose, das Pull. Der wird jetzt ausgepackt, der Container. Jetzt braucht natürlich einen kleinen Moment. Die Maschine, auf der wir jetzt sind, hat auch 2 GB RAM und hat eine virtuelle CPU.
Also um das nochmal ganz klar zu sagen, Docker wird von uns praktisch dann über das Skript mit installiert. Man muss das oder sollte das vorher nicht installiert haben und das geht alles automatisch. So, das heißt, jetzt ist das Kollaborat drauf und jetzt werden die iGroupware-Container gezogen. Die Volumen wurden angelegt. Das ist halt dort, wo die Container entsprechend ihre Daten reinspeichern. Teilweise sind das einfach nur Bind-Mounts vom Host. Teilweise sind das auch Dinge, die gar nicht nach außen getragen werden. Ja, da wird jetzt der Pull von der iGroupware selber statt. Also wir haben da oben die MariaDB gesehen, die installiert ist. Jetzt kommt der iGroupware-Container dazu, der wird gepullt. Sobald der gepullt ist, wird automatisch die iGroupware installiert. Die ist natürlich nicht fest installiert da drin, weil die Datenbank sitzt ja in einem anderen Container. Der Watchtower wird gepullt. Und das ist gleich fertig, so wie wir das sehen. Ich habe vorher natürlich noch eine Sache gemacht und habe auf die öffentliche IP-Adresse einen Nameserver-Eintrag gemacht, damit wir für das Ganze jetzt auch per Certbot ein Zertifikat generieren können und gleich von außen drauf zugreifen können. Das habe ich also vorher schon gemacht. Das muss man natürlich, damit man Zertifikat bekommt, auch entsprechend machen. Ja, die Container sind jetzt alle da. Da finden noch ein paar Sachen von der Paketverwaltung statt. Das sollte jetzt auch jeden Moment durch sein. Jetzt habe ich hier mal noch Certbot. Da holen wir uns jetzt ein Zertifikat, wie gesagt, für ein Nginx. Da will er eine E-Mail-Adresse haben. E-Mail brauche ich nicht. Jetzt verifiziert er das Zertifikat, also dass ich von außen unter dem Namen zu erreichen bin. Hat er jetzt schon gemacht. Und jetzt ist das Zertifikat auch installiert. Das heißt, ich habe jetzt hier meinen Browser, verwende die Adresse, die ich da habe und sollte da jetzt eine iGroupware haben. Jetzt brauchen wir mal noch ein paar Sachen. Ich mache mal das Docker PS. Da sehe ich also jetzt die Container, die installiert wurden, die laufen. Und mache auch mal Docker Logs von iGroupware. Das ist der iGroupware-Container. Und da sehe ich jetzt zum Beispiel die Daten, die werden auch nochmal in einem File festgehalten von dem ersten angelegten Benutzer. Und mit dem kann ich mich da drin jetzt anmelden. Und das brauchen wir jetzt nicht. Da haben wir jetzt eine iGroupware zur Verfügung. Die ist jetzt mit der aktuellen PHP-Version. PHP 8 ist in der Mache. Gibt es auch schon Testpakete, mit denen man das installieren kann. Das hat einen Push-Server installiert. Also auch das hat funktioniert und ist jetzt entsprechend eingebunden. Ja, würde ich sagen. Das war der Schnelldurchlauf der Installation. Gibt es noch Fragen? Ja, wir haben eine Frage hier. Kann ich iGroupware mit einem bestehenden Reverse-Proxy im Subdirektory laufen lassen? iGroupware selber läuft in dem Subdirektory. Prinzipiell kann ich mir jetzt natürlich diese ganzen Konfigurationen anpassen und könnte sagen, das soll alles in ein Subdirektory verschoben werden. Prinzipiell belegen wir nur ganz spezifische Pfade. Also wenn der Host draußen jetzt nicht /iGroupware belegt oder die zwei, drei Pfade, die Collabora belegt und Rocket Chat, was unter /Rocket Chat läuft, dann kann ich unter einem anderen Namen, kann ich problemlos andere Dienste laufen lassen. Manuell anpassen kann ich natürlich das Ganze auch nochmal in was verschieben. Da ist es aber dann oftmals halt auch einfacher, im Zweifelsfall den eigenen V-Host zu machen. Der Nginx kann ja auch namensbasierte V-Hosts. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich mehrere Installationen komplett unterschiedliche Sachen haben will,
kann ich das machen. Und mit Docker habe ich ja jetzt auch nicht mal das Problem, dass da Sachen in die Quere kommen. Die laufen ja alle sehr schön isoliert. Ja. H.Rode fragt, Watchtower schön und gut. Wie stellt ihr sicher, dass die in euren eigenen Containern verwendeten Dienste und Bibliotheken in den von euch verwendeten Versionen keine Sicherheitslücken enthalten? Ja, letztendlich ist das einer der Gründe, warum wir auch Quay.io ein bisschen vorziehen. Quay.io macht ständige Scans, kann man auch als kostenpflichtiges Zusatzpacketing auf GitHub, auf Docker Hub haben. Das heißt, da werden Scans gemacht. Sobald da entsprechend Updates da sind, bauen wir halt die Pakete neu und der Watchtower sorgt dafür, dass die nachts dann halt auch installiert werden. Das heißt, wenn ich ein neues Maintenance-Release mache oder einfach nur neu baue mit der gleichen Versionsnummer, weil es da jetzt halt gerade kritische Probleme gibt, bekommt man das. Nach meiner Erfahrung sind wir Welten aktueller als 90% der Kunden und der Community-Benutzer das früher waren mit dem System. Ja, insbesondere PHP und so weiter, da sind wir immer aktuell und nehmen die sichersten Versionen, also oder die aktuell gefixten Versionen. Da sehen wir schon zu, dass in den Containern, die wir ausliefern, da kommen regelmäßig zum Beispiel neue PHP-Versionen rein. Die liefern wir dann einfach mit aus. Wir haben da noch eine kurze Frage, dann müssen wir leider schließen. Liefert das System HTTP-Links auch, wenn es hinter einem Reverse-Proxy per HTTP ja, Nico, wer kann das alles? Also die erkennt, dass er hinter einem Reverse-Proxy ist, passt dann die Links an. Also IQware kann ich on the fly auch in drei verschiedenen Domains betreiben. Probleme machen dann so Sachen wie OpenID Connect oder OAuth, die halt auf feste Domainnamen festgelegt sind. Aber von der IQware ist es problemlos. RocketChat und manche andere Software haben da viel größere Probleme, wenn da jetzt eine andere Domain läuft. Also IQware passt sich da ganz dynamisch an das an, von dem es auskommt. Ja. Kann ich aber auch konfigurieren. Ja, wunderbar. Ich werde die Sachen hier rauskopieren aus dem Chat und noch ausführlicher mal dokumentieren. Wenn jetzt danach noch Fragen aufkommen oder so, kommt ins Forum oder ja, am besten im Forum, weil ich sage mal, öffentlich gestellte Fragen öffentlich beantwortet, damit scheren wir letztendlich Wissen. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur zu sagen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und wir können nur sagen, probiert IQware mal aus. Es wird sich lohnen, das kann ich euch versprechen. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.